Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in der Folge Nummer 24 von Voxel Tycoon. Wir haben letztes Mal den Zug hier vorbeigeschickt, der jetzt da steht, weil wir in der Pause sind. Und wir hatten festgestellt, dass wir hier hinten ausbauen müssen, dass das hier verlängert werden muss. Diese Weichen müssen hier nochmal weg und dann wollen wir hoffen, dass der Gegenverkehr hier funktioniert. Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, dann gucken wir mal. Pause nehmen wir raus und dann nehmen wir den Bagger gerade hier und machen die Weiche weg. Dann Gleise aufgerufen und zwar diese hier. Und hoffen, dass das Geld jetzt stimmt. Ist da. Und dann wollen wir hoffen, dass gleich die Züge hier aneinander vorbeifahren können. Dafür muss aber dieses Signal auch noch umgestellt werden. Das muss hier hin. So, und dann könnte das eigentlich weg. Und da kriegen wir sogar Geld für wieder. Das ist ja cool. So, der fährt da lang. Den hatten wir nochmal weggeschickt zum Beladen, ne? Aber der belädt da nicht, weil da irgendwas auf dem Anhänger noch nicht passt. Bretter fehlen. Bretter sind zwar da, aber nirgendwo anders. Wieso sind hier keine Bretter? Die werden hier gesehen. Oder sind das Balken hier? Nee, das sind doch Bretter, ne, oder? Aber hier sind keine drinne. Fahrzeuge können laden. Dann fehlt uns doch hier ein Lagerhaus, oder? Ist das hier Lagerhäuser? Nee, das muss hier sein. Dann müssten wir hier noch eins hinbauen, ne? Ein kleines reicht ja, wenn. Aber das kleine, das kostet ein bisschen Asche, da müssen wir ja sparen. Fahren denn hier LKWs mit Brettern weg? Die wollen alle Dingens haben, ja, ist es. Holzstämme. Wer auch. Die kriegen die ja direkt, dann passt das. Hier kommt das raus, aber sonst nichts. Er hat jetzt nur Holzstämme geladen. Das mit den Brettern klappt nicht. Der letzte will auch noch diese Holzbalken haben. Ja, hier, da geht's. Warum geht's hier nicht? Das versteht jetzt keiner, oder? Zug 2 ist das hier bestimmt. Details. Holzbretter. Tut sich aber nichts. Warum geht das nicht? Logistik verbundene Gebäude ist. Was ist das? Ich muss das mir mal gucken. Das ist hier ein Lagerhaus. Die beiden Werke und was soll das sein? Wahrscheinlich das große Lagerhaus. Fahrzeuge können laden. Ja, hier wird wieder, ne? Geholt. Ich weiß nicht wofür, warum, wieso und weshalb. Aktuellen Auftrag überspringen, würde ich sagen. Lass den Zug mal weiterfahren. Macht er das? Ja. Weil irgendwas haben wir vielleicht schon umgestellt und wird da hinten ja schon gemacht, oder? Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Den unrentablen Zug, ne? Fahrzeug hat sich verirrt, also egal. Und Fahrzeug ist unrentabel, war auch das. Stahlbahnen, die Nachfrage ist da gestiegen. Okay, aber das liegt daran, dass gut angeliefert wird. So, das haben wir alles geklärt. Der fährt hier schon mal hin und bringt das da auch hin. Ah, hier unten haben wir noch eine Schwierigkeit, ne?
Das heißt, dieses Häuslein, das muss mal wandern, glaube. Haben wir da noch eine Idee, dass das besser wird? Vielleicht nicht diese Runde machen, ne? Aber das ist hier mit dem... Sag schon... ist das sinnig, eine Einbahnstraße rauszumachen? Nein. Die Busse fahren schon richtig, so ist nicht. Jetzt kriegen die hier Sand, ne? Ja, jetzt fahren sie weiter. Ach, irgendwie klappt das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle hier. Ich glaube, da müssen wir definitiv was machen. So, jetzt ist interessant, ist der zweite Zug schon hier? Ja, der hält da jetzt gerade an. Jetzt bin ich gespannt, ob die aneinander vorbeikommen. Der andere kommt da ja gerade. Also eigentlich muss das jetzt alles klappen, ne? Jetzt stehen beide. Und warum? Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Muss man ein Einfahrt- und ein Ausfahrtsignal haben oder was? Formvorsignal oder Signal? Ist das vielleicht das falsche Signal? Nein, oder? Muss das jetzt hier hin? So wie es aussieht, ja. Und jetzt ist der weg. Und jetzt fährt der auch. Ich habe keine Ahnung, ob das hier Sinn macht oder nicht. Naja, läuft aber jetzt erstmal. Ob dieses Signal das richtige ist, ich weiß es nicht. Gut, haben wir aber da erst. Jetzt stehen die natürlich hier und können nicht entladen, weil hier niemand was annimmt, ne? So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier fix Straßen bauen, die wahrscheinlich hier lang gehen. Gehen aber nicht da lang, weil, ne? Ja, so ist richtig. Ja, vielleicht. Vielleicht machen wir sie mehr von hier nur erst. Ja, das bringt uns dann auch nicht weiter, aber ich glaube, wenn wir es da machen. Was, da ist ja auch eine Straße gewesen, ne? Vielleicht hätten wir es besser da genommen und nicht hier. Müssen wir schauen. Fahrzeugdepot brauche ich nicht. Ich brauche jetzt ein Lagerhaus. Nicht genug Geld. Gefräß halt, das ist hier falsch. Aber akzeptiert keinen Sand nach Region 2 schon mehr. Okay. Und der steht da schon. Das bedeutet, er kann schon wieder fahren, ne? Er muss überspringen. Geht nicht anders. Wir müssen jetzt erst Geld machen, damit das hier klappt. Der kann auch da hinten erstmal stehen bleiben, dann, weil er da ja auch nicht laden kann. Das passt dann schon. Hier müsste ja jetzt gleich der Zug dann fahren, wenn der da an dem Signal vorbei ist, oder? Oh oh. Aber dieses Signal funktioniert dann nicht. Das kannst du schon mal in eine Tonne treten dann. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, das bedeutet hier wieder hin. Ja, und wahrscheinlich so dann. Dann wäre das wahrscheinlich auch gegangen, wenn das Signal da gestanden hätte, ne?
So, jetzt ist der weg, dann fährt auch der. Ja, lassen wir jetzt so. Ich hoffe, der fährt dann da gleich auch wieder weg. Hier ist nämlich jetzt ein Riesenstau, wie wir sehen. Das hat jetzt ganz viel gebracht. Ist die Frage, ob die überhaupt alle wegfahren? Wahrscheinlich. Wir müssen das hier umändern, noch weiter umändern. Ich glaube, wir müssen hier noch mehr Straße nach da verlegen. So machen. Diese Straße hier entfernen. Kann ich? Achso, der fährt da lang. Okay. Na, jetzt ist da oben keiner mehr da. So, er muss da rumfahren, das ist schon mal was besser. Man kann sich hier eine ganz klein bisschen eine größere Schlange ziehen und der Holz-LKW kann ja sowieso da lang fahren. Jetzt wäre es interessant, Einbahnstraßenschilder zu haben. Gibt es sowas hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Einbahnstraße hier nach diesem Depot, oder? Straße ist da. Ne, gibt's nicht. Schade. Das wäre ja Preis gewesen, ne? Ja. Machen wir so. Das kannst du abreißen auf Dauer. Verschieben wäre schön, aber ich glaube, verschieben wird nicht gehen. Kommt der Zug wieder? Mit Sand. Ja, der ist schon mal da. Und dann bedeutet das, dass wir jetzt ein Terminal haben müssen, oder was? Ja, eigentlich schon, ne? Das muss dahin. Und das kostet uns 31.000. Oder 26. 26 muss dann reichen. Die Frage, wann wir das kriegen. Da kommt der nächste Sand, das ist schon mal gut. Und dann die LKWs da auch gleich weg. Die entladen, die sind geladen, dann passt das. Ich hoffe, dass sie alle jetzt kriegen. Das wäre auch noch cool. Sieht nicht so aus. Der letzte, der... Oder ist da ein Lager, was noch... Da könnte ja im Lager noch was sein, ne? Okay, das funktioniert erstmal. Stau ist jetzt weg. $18.100. Jetzt müssen wir warten, bis Geld drin ist. Kriegt der noch Sand? Ja, der kriegt sogar noch Sand. Okay. Wenn man das Stück Straße zwischen der Bushaltestelle und dem da wegmachen kann, ne? Dann würde das ja auch funktionieren, ne? Das würde sogar gehen. Vielleicht verlieren wir die Häuser dann aber. Erstmal lassen wir es so. Wir müssen ja sowieso umbauen, ausbauen. Sand kommt. So, hier hinten geht es auch noch nicht weiter, wegen fehlenden Dingens, Brettern. Aber wir müssen erst unten weitermachen, dass wir das Lagerhaus dahin kriegen.
Hier läuft's ja jetzt gerade mal, ne? Coolste ist natürlich, wenn hier so ein LKW hier kommt und erkennt, da ist ein Stau und fährt hier lang. Das ist dann eine coole Programmierung, ne? Ja, da wird Kohle gefahren. Und das ist ja ein schickes Haus. Neu modern. Ja, da kommt der Sand. Vielleicht bringt er uns auch das Geld für ein Lagerhaus. Eigentlich müssten wir jetzt schon überlegen, das Lagerhaus hier zwar hinzustellen. Ja, weiß nicht. Deckt das mit ab? Tja, gute Frage, ne? Aber eigentlich brauchen wir hier so ein Terminal. Oh, jetzt kostet es schon 27,1. Ist teurer geworden. Das war doch 26,4 oder sowas. Komm, die Kohle haben wir. Jetzt machen wir es. Gefräßabzweig, das gehört zu dem. Das ist schon mal gut. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Zug da hinten erstmal hier rüber schieben. Dass der da entladen darf. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier Melrichstadt Südost ist das. Ne, Melrichstadt Holz zu Melrichstadt Nord. Melrichstadt Nord, wo ist das? Melrichstadt Abzweig. Wo ist denn das jetzt hier? Wo ist denn unser Bahnhof? Da. Wirges haben wir hier, okay. Dann war das ein falscher LKW hier runter erstmal. Hier, Wirges Nordwest muss angefahren werden. Der weg. Flotte. Holz zu Heubach. Melrichstadt, Heuer. Wo ist denn hier? Ja, der Zug ist klar. Wer fährt denn hier so für den hin? Holz zu Wirges Nordwest. Holz zu Wirges Nordwest. Ach, da unten geht's noch weiter, alles klar. Holz zu Wirges Nordwest. Da ist es. Bearbeiten. Wirges Nordwest und das andere ist Melrichstadt Südost. Wo ist denn Melrichstadt Südnordost? Wirges. Südwest ist hier. Ne, Nordwest ist hier. Melrichstadt Südost? Ist das Melrichstadt Südost? Tatsächlich. Gut, das müssen wir ändern. Halt hinzufügen. Wähle einen Ort und das ist der. Da gehen wir auf Laden, auf Vollladen und den löschen wir raus. Und das ist dann okay. So, jetzt müssen wir gucken, ob die da auch alle hinfahren. Ich hoffe, das hat geklappt. Und der hier muss jetzt wieder mal typischerweise da wegfahren.
Schauen wir mal, was das so bringt, was wir da gerade vorhaben. Das sieht schon mal gut aus. Das ist ein anderer LKW. Warte mal, der andere LKW, den können wir hier behalten. Der kann ja auch dann, ne, da hinfahren. Holz zu Gefräß Süd ist das demnächst. Der Sand-LKW ist natürlich der erste, der da ist. So, und der wartet jetzt natürlich. Aber das ist nicht schlimm, da ist eine gute Wartestelle. Und der wartet natürlich hier oben. Er kommt zum Glück gerade an und darf sogar durchfahren. Okay. Der entlädt schon mal. Das ist auch gut. Erster LKW ist weg. Fahrzeuge können laden Eisenerz. Daraus. Will ich gar nicht. Die sollen hier Baumstämme laden, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Folge ist natürlich schon unwahrscheinlich lang. Der wartet da schon, fährt jetzt auch durch. Gut. Der wartet kurz. Ja, würde Sinn machen, da ein zweites Signal gerade hinzustellen. Ne? Dann fährt der nämlich auch durch. So, der kommt jetzt an und entlädt Holz. Und die laden Holz. Okay, das funktioniert schon mal. Aber das passiert nur, solange da Fahrzeuge sind. Da gibt es kein Lager. Das ist jetzt das nächste Problem. Ne, ich glaube, hier waren Lager. Lagerhäuser, genau. Und die Kohle ist noch nicht da, dass wir ein Lagerhaus kaufen können. Das heißt, der Zug blockiert jetzt den Bahnhof. Aber ich würde mal sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.